Moinsen Jungs und Mädels und herzlich willkommen zurück im Grundkurs Gaming und zu Assassin's Creed Origins, der Entdeckungstour. Wir sind heute als Cleopatra unterwegs. Die haben wir in der Story auch schon einmal getroffen, immerhin. Und werden uns heute mit der Bedeutung der Mumie beschäftigen. Erfahre mehr über die Bedeutung der Mumien für die alten Ägypter. Ja, schauen wir mal. 6 Minuten schaffen wir nicht. Willkommen bei Die Bedeutung der Mumien. Ja, danke schön. Die erste Hieroglyphe für Einbalsamierer findet sich in Pyramidentexten des Alten Reiches. Wahrscheinlich war das Einbalsamieren ein Handwerk, das sich parallel zu den altägyptischen Begräbnispraktiken entwickelte. Obwohl wir nicht wissen, wie das Einbalsamieren zum Beruf wurde, ist heute sicher, dass es eine strikte Hierarchie gab und jeder Einbalsamierer sich auf eine bestimmte Phase des Mumifizierungsprozesses spezialisierte. Aha, das ist ja mal interessant. Ich dachte, es macht alles ein Typ, vielleicht mit einem Gehilfen oder so. Gut zu wissen, ägyptische Einbalsamierer mit Mumie und Sarkophag. Könnten so ausgesehen haben. Vielleicht auch nicht. Ja, interessant. Ein bisschen blutig das Ganze halt, weil man das Gehirn so durch die Nase rauszieht. Ihre Techniken waren ein wohlgehütetes Geheimnis der Einbalsamierer und wurden über Generationen weitergegeben. Herodot und Diodor konnten ihre Methoden in der Spätantike schließlich doch enthüllen. Historiker zweifelten aber an der Echtheit dieser Texte. Die Mumifizierung blieb ein Mysterium, bis schließlich zwei Teams von Gerichtsmedizinern 1994 und 2011 die Angaben verifizieren konnten. Aha, die hatten also recht. Herodot und wer auch immer, Diodor. Ölkelch eines Einbalsamierers, Spätzeit. Jetzt würde mich natürlich auch interessieren, wie das halt funktioniert hat mit dem Einbalsamieren, ne? Leute, macht doch mal Butter bei die Fische oder Natron bei die Mumie. In der Balsamierungshalle präparierten die Einbalsamierer die Körper der Verstorbenen für die Ewigkeit. Bis zum Ende des Mittleren Reiches arbeiteten sie in Zelten am Rande der Stadt, um den Verwesungsgestank fernzuhalten. Im Neuen Reich wurden die Balsamierungshallen in die Städte verlegt, allerdings arbeitete man immer noch im Freien. Ja. Mit der Weiterentwicklung der Praktiken und Techniken wuchs möglicherweise auch das Ansehen der Einbalsamierer in der altägyptischen Gesellschaft. Ja, viel frische Luft dabei. Gute Idee, glaube ich. Was haben wir denn hier Schönes? Einbalsamierungswerkzeuge, Spätzeit. Okay, ich sehe einen Stoffwickel. Keine Ahnung. Und ein Magi-Abzeichen sehe ich. Yay. Ich stelle fest, ich sehe nicht so richtig viel. Die aufwendigsten Mumifizierungsrituale blieben den Pharaonen vorbehalten. Den reicheren Bürgern Ägyptens standen ebenfalls zahlreiche Optionen offen. Keine davon erlaubte jedoch die Entfernung von Gehirn oder Eingeweiden. Oh. Nach der Reinigung des Leichnams injizierten die Einbalsamierer eine Flüssigkeit durch das Rektum, das man anschließend versiegelte. Dann wurde der Körper für 40 Tage in Natron eingelegt. War der Körper getrocknet, entfernte man die Versiegelung und die aufgelösten Eingeweide konnten abfließen. Zurück blieben Haut und Knochen. Diese wurden in Tücher eingeschlagen und der Familie zur Beisetzung übergeben. Jo. Spinnenverdauungssekret oder sowas hat man da reinbekommen. Und dann hat man seine Gedärme ausge... Ja gut, die waren eh schon tot. Mumie von Pipi Sinebu, teilweise ohne Bandagen. Ja, am Kopf zum Beispiel. Ja. Ja, okay. Kein Beruf für mich, stelle ich gerade fest. Da sind die in Natron eingelegt. Huh? Die kostengünstigste Methode war die Injektion einer Flüssigkeit namens Somaya. Der Körper wurde anschließend ebenfalls in Natron eingelegt und dann der Familie übergeben. Für alle, die sich keine Einbalsamierung leisten konnten, blieb nur eine Beisetzung in der Wüste, um den Körper bestmöglich zu erhalten. Ja, da ist schön trocken natürlich. Das könnte ganz gut funktionieren.
Rekonstruktion des Grabmals eines Mannes, prähistorisch. Ja, in Fötushaltung. Da spart man sich ein bisschen Zeug, das man ausheben muss. Kann man das Grab kleiner machen? Ich weiß gar nicht, warum die, aber das ist in relativ vielen Kulturen früher so gewesen, dass man halt in so einer zusammengebeugten Haltung bestattet wurde. Und ich habe keine Ahnung, warum. Ich bin mir sicher, irgendwann habe ich das mal gelesen oder gehört, aber es mag mir gerade nicht einfallen. Ägyptens Zivilisation übte lange vor der griechischen und römischen Ära eine starke Faszination auf den Westen aus. Bereits im Mittelalter schickten Reisende, die auf Mumien stießen, diese oft nach Europa. In den Kuriositätenkabinetten des 16. und 17. Jahrhunderts konnte man so oft auch Artefakte der Pharaonen bestaunen. Aha, sehr interessant. Theaterskizzen, vier Geister in Mäntel gekleidet und in Bandagen gehüllt, 17. bis 18. Jahrhundert. Das war falsch. Eine erste Welle der Ägyptomanie wurde durch den Ägyptenfeldzug von Napoleon Bonaparte von 1798 bis 1802 ausgelöst. In den folgenden Jahren stieg das Interesse an der alten Kultur. Reiche Enthusiasten und Gelehrte brachten Ägypten einer breiten Öffentlichkeit nahe. Viele ägyptologische Forschungsgesellschaften wurden während dieser Zeit gegründet. Ja, und da sehen wir nochmal hier der wunderbare Tempel von Jamu, in dessen Umfeld wir uns gerade befinden. Raum, Altes Reich, im Bulaq-Museum. Vorläufer des Ägyptischen Museums in Kairo, 19. Jahrhundert. Ja, Ägyptomanie, also diese Faszination schon viel älter, als ich jetzt gemeinhin dachte. Unter der Leitung von Thomas Cook setzte 1868 der Massentourismus nach Ägypten ein. Die Wohlhabenden unternahmen Vergnügungsreisen nach Ägypten und kehrten mit Mumien im Gepäck zurück. Wieder zu Hause veranstaltete man bizarre Soirees, während derer die Mumien Streifen um Streifen entkleidet und ihre Amulette beraubt wurden. Diese Veranstaltungen galten als kulturelle Höhepunkte der Saison. Die ägyptischen Sammlungen vieler Museen verdanken ihre Exponate dieser ersten Plünderungswelle. Ja, schon ein bisschen makaber und barbarisch, ne? Zwei Männer, eine Mumie sezierend, 19. bis 20. Jahrhundert. Aufgrund dieser zwielichtigen Veranstaltungen entstand der Mythos der Mumie, die zurückkehrt, um sich an ihren Schändern zu rächen. Der Fluch der Mumie erfreut sich seither ungebrochener Popularität. Eingang fand das Motiv vor allem in Literatur und Film. Ja, zum Beispiel hier Bucheinband The Jewel of Seven Stars von Bram Stoker, der Typ, der Dracula geschrieben hat. Ich wusste gar nicht, dass er auch andere Dinge geschrieben hat. Ja, da steht's auch. Von Bram Stoker, Autor von Dracula, etc. Und das war's auch schon für heute. Also wir haben ein bisschen was über die Bedeutung der Mumie, leider nicht so richtig viel über das Einbalsamieren von Pharaonen und so weiter, aber da kommen wir bestimmt noch dazu, wenn wir an den Pyramiden sind, erfahren. Trotzdem wieder ganz interessant so, ne? Immer die Informationen sind immer ein kleines bisschen dünn, finde ich, aber gut, bleibt man wenigstens bei der Sache. Wird jetzt nicht mit einer halben Stunde Text zugelabert und so, ist auch in Ordnung. Aber ich wünsche mir irgendwie, dass man halt so ein bisschen auf Klick so nochmal nachfragen könnte, irgendwie, wenn einen was ein bisschen mehr interessiert. Das wäre eine coole Sache, aber so auch wunderschön, gefällt mir. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, Jungs und Mädels, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid, wenn wir irgendwas Interessantes hier lernen. Macht's gut und bis dann. Ciao.